Die Turing-Maschinen akzeptieren die Sprachen aus L0. L0 hat man erklärt über den unbeschränkten Grammatiken. Wenn wir also eine Sprache haben, wenn L aus L0 gegeben ist, dann wissen wir, dann gibt es, sagen wir über dem Alphabet Sigma, da gibt es eine Grammatik G Sigma RS mit L gleich L von G. Ja, und an diese Regeln der Grammatik gibt es keine Einschränkung. Erforderlich ist jetzt, dass wir eine Turing-Maschine konstruieren, die genau die gleiche Sprache akzeptiert. Wir machen eine konstruierende nicht-deterministische Turing-Maschine. Und zwar arbeitet die mit zwei Bändern. Das haben wir jetzt formal nicht eingeführt, dass wir die nicht-deterministische Turing-Maschine auch mit zwei Bändern machen. Aber das lässt sich aus dem bislang gezeigten irgendwie ableiten. Also wir arbeiten mit zwei Bändern und zwar auf dem ersten Band. Was machen wir da? Das wird unser Eingabeband mit einem Eingabewort. Auf Band 2. Initial schreiben wir da die Startvariable S drauf. Und was wir jetzt machen, jetzt simulieren wir mit dem zweiten Band einfach eine Ableitung der Grammatik. Das können wir alles indeterminiert machen. Das heißt, wir wählen jetzt eine beliebige Regel beispielsweise der Grammatik aus. Wähle indeterminiert eine Regel aus unserer Regelmenge. Suche auf Band 2 nach Vorkommen von P. Ja, wenn wir P finden, wird P durch Q ersetzt. Gegebenenfalls müssen wir den Bandinhalt shiften. Wir bewegen uns jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene auf den Turing-Maschinen. Ja, also wir sind jetzt weit davon ab, dass wir uns mit irgendwelchen Übergangsfunktionen im Detail beschäftigen. Aber wir können uns irgendwie vorstellen, das können wir alles machen. Ja, dass wir da beispielsweise eine Regel auswählen, die können wir irgendwo notiert haben. Von mir aus nehmen wir ein drittes Band, wo wir die ganzen Regeln draufschreiben. Suchen irgendwie eine aus, suchen das Vorkommen von P, ersetzen P durch Q. Dieses indeterminierte Automatenmodell macht es uns jetzt hier relativ einfach. Wir raten immer und wenn wir jetzt falsch raten, dann laufen wir halt endlos weiter. Dann kommen wir halt nicht zu einem akzeptierenden Ergebnis. Wenn wir richtig raten, ersetze P durch Q, dann gucken wir, irgendwann haben wir dann vielleicht die glückliche Situation, dass wir auf dem Band 2 nur noch ein Wort haben, bestehend aus terminalen Zeichen. Wenn das der Fall ist, dann können wir die Ableitung stoppen. Was machen wir dann? Dann vergleichen wir. Falls identisch, halten wir an. Falls nicht identisch, dann geben wir eine Endlosschleife. Denn was wir nicht tun dürfen, wir dürfen nicht akzeptieren. Das tun wir dadurch, indem wir einfach eine Endlosschleife gehen. Also so kann man die Ableitung der Grammatik simulieren. Was haben wir damit? Wir haben die folgende Situation. Die Maschine M hält nämlich nur dann an, wenn es eine Ableitung gibt in der Grammatik G, ausgehend von der Startvariable S, zum Wort W. Und das ist genau dann der Fall, wenn das Wort W aus L von G0. Diese Aussage hier, M hält bei Eingabe von W, ja, das ist der Akzeptanzbegriff der Turing-Maschine. Das heißt, W ist aus L von M. So, damit ist der erste Teil irgendwie fertig. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, die Turing-Maschinen akzeptieren auch die Sprachen, die durch unbeschränkte Grammatiken erzeugt werden.